Hallo ihr Kryptorianer, hier ist euer Oliver von der Wesley CryptoVision. Heute mit einem ganz kurzen Thema über XRP und Ripple und auch SEC und dann geht es relativ schnell zu einem anderen Thema, was mich jetzt die letzten 2 Tage sehr beschäftigt hat und warum ich darüber sprechen möchte, hat auch sehr viel mit dem XRP Ledger zu tun. Und ich habe hier eine Theorie und die möchte ich mit euch teilen. Und da wäre ich euch sehr dankbar, wenn ihr mir da auch euer Feedback gebt. Okay, fange ich mal schnell an. SEC versus Ripple. Ah, die SEC-Anwälte wollen jetzt hier mit einer 90-seitigen Antwort schreiben. Alle 10 Experten hier ausschließen, bla bla. Interessiert uns nicht, denn wir warten natürlich auf das Torres-Urteil bezüglich der Übergabe der Hinman-Mails. Ja, und im Zuge dessen habe ich heute einen interessanten Bericht gelesen im Forbes Magazine. Dort wurde in einem Leitartikel ganz eindeutig Gary Gensler zum Rücktritt aufgerufen. Okay, und dann natürlich dann die letzten 2 Mitteilungen bezüglich der Partnerschaften von Ripple. Und jetzt komme ich mal zu dem Thema heute Haupt. Thema BRICS starten. Okay, wir haben ja vor ein paar Tagen ja die Nachricht bekommen, dass Ripple jetzt eine Partnerschaft mit der Travelex Bank in Brasilien eingegangen ist, um dort eben ODL über den XRP Coin abzuwickeln. Okay, dann haben wir gestern die Nachricht bekommen, dass Trenglo Partner seit fast einem Jahr mit Ripple einen Zahlungskorridor eröffnen wir zu den Vereinigten Arabischen Emiraten. Gut, so, Brasilien, Vereinigte Arabische Emirate. Und da hat es bei mir gestern Abend oder heute Nacht ein paar Mal Klick gemacht und dann dachte ich so drüber nach, okay, welche Situation haben wir denn jetzt hier? Wir haben die BRICS-Staaten, die ja ganz offen jetzt auch sagen, sie möchten eine Alternativwährung zum US-Dollar schaffen. Makroökonomisch. Das bedeutet, BRICS-Staaten sind ja 5 aufstrebende Wirtschaftsländer, die sich zusammengetan haben, um miteinander Geschäft zu machen, um dann eben auch jetzt langsam immer mehr gegen den US-Dollar anzustinken. So, BRICS, B wie Brasilien, da ist jetzt Ripple drin. Dann haben wir R wie Russland, die aus dem SWIFT-System wegen dieses vermaledeiten Krieges, furchtbar, ausgeschlossen worden sind und die auch in den letzten 2 Tagen den US-Dollar in Russland verboten haben. Wir haben Indien, die jetzt gerade momentan nichts anderes tun zu haben, als Gold und Silber einzukaufen. Da komme ich noch drauf. Dann haben wir China, deren Immobilienmarkt jetzt wahrscheinlich implodieren wird. Wir dürfen eines nämlich nicht vergessen, dass das ganze Wirtschaftswachstum der letzten Jahre in China zu 70% auf diese Immobilienblase hervortritt. Ja, das war das zu verantworten. 70% des Wirtschaftswachstums und China Immobilienblase. Ganz klasse Geschichte. Und wir haben Südafrika, die jetzt gerade momentan sehr dabei sind, gegen Kryptobörsen und auch Kryptounternehmen vorzugehen. Geht ein bisschen an uns vorbei, weil Südafrika nicht so im Fokus liegt der Berichterstattung. Was hat es aber jetzt damit zu tun? Mit diesem Korridor und Brasilien. So, folgendes habe ich im letzten oder vorletzten Monat gelesen, dass China vorgeschlagen hat, den Iran aufzunehmen bei den BRICS-Staaten. Der Iran hat sehr zu kämpfen aufgrund der Sanktionen der US-amerikanischen Regierung und deren Verbündeter. Und Argentinien, die ja de facto, glaube ich, schon seit 20 Jahren pleite sind. So, und dann habe ich letzte Woche oder so gelesen, dass jetzt zusätzlich nochmal 3 Länder gerne zu BRICS gehen möchten. Und jetzt wird es interessant. Die 3 Länder sind die Türkei. Wir dürfen nicht vergessen, das ist ein NATO-Partner. Die wollen auch in die EU. Die EU sträubt sich ja. Sind, glaube ich, seit 20 Jahren am Verhandeln. Und die haben seit Monaten oder seit, glaube ich, 1-2 Jahren mit einer massiven Inflation zu kämpfen. Dann haben wir Ägypten, die natürlich vis-à-vis, ich glaube, vom Roten Meer getrennt sind von Saudi-Arabien, die ja ein Partner sind der US-amerikanischen Regierung, ist der stärkste Verbündete in dem arabischen Raum. Ja, genau. Und Saudi-Arabien.
der stärkste Verbündeter der Amerikaner. Diese drei Staaten möchten jetzt zusätzlich zu den BRICS. Also wir haben Argentinien, wir haben den Iran. Wir dürfen nicht vergessen, das ist ein schiitisch geführtes Land. Dann haben wir Saudi-Arabien, das ist ein sunnitisch geführtes Land. Dann haben wir Argentinien, de facto pleite. Und als fünftes Land haben wir die Türkei, ein NATO-Mitglied. Diese fünf Länder möchten jetzt zu den BRICS starten. Und jetzt wird es interessant. Diese BRICS-Allianz hat gesagt, sie möchten eine Reservewährung zum US-Dollar gründen, weil das doch diese Doktrin des US-Dollars und der amerikanischen Regierung, das sind die mehr oder weniger satt. Jetzt sind da so ein ganzer Haufen Dinge, die mir dann durch den Kopf gehen. Wer ist denn größter Gläubiger der Amerikaner? Wo haben die am meisten Schulden? Bei den Chinesen. Ja, wenn die Chinesen ihre Dollars verkaufen würden, wäre der Dollar jetzt mal ganz schnell nur noch 60 Cent wert. So viel Schulden haben die Amerikaner in China. Dann haben wir natürlich dann andere Verwicklungen und vor allem diese politische, religiöse, dieser Konflikt zwischen Schiiten und Sunniten, der Iran und Saudi-Arabien bei BRICS. Ja, die sind sich spinnefeind. Die häufigsten Scharmützel im arabischen Raum sind religiös begründet. Und das, da kann man sich doch dann denken, man, das funktioniert nicht. Wie wollen die wirtschaftlich zusammenarbeiten an einem Tisch? Und da fällt mir sofort der Satz ein. Der Feind meines Feindes ist mein Freund. Ja? Und diese Länder haben alle wirtschaftliche Nöte. Und wenn wir jetzt sehen, was da passiert, und jetzt komme ich nochmal zurück zu Indien, die gerade nichts anderes zu tun haben, als massiv Gold und Silber zu kaufen. Es kann gut möglich sein, dass diese 10 Länder eine Währung schaffen, eine Wirtschaftswährung, einfach ein bisschen, um gegen den US-Dollar anzustinken. Und wie kann das funktionieren bei 10 autonomen Ländern? Natürlich nur digital. Einfach nur digital. Früher gab es bei uns ja auch in Euro, der stand auf den Rechnungen, der stand aus Umrechnung da, in der Hand hatten wir den nicht. Das bedeutet nicht, dass diese 10 Länder dann zu einer Union werden, ganz und gar nicht. Aber die können diese Digitalwährung natürlich ganz klar implementieren, um miteinander Geschäft zu machen. Da bleibt uns zum Beispiel, die wir Geschäft mit China machen, noch viel mehr als mit Russland, sind wir gezwungen, da mehr oder weniger damit zu spielen, auch diese digitale Währung annehmen zu müssen. Okay, und das ging mir so durch den Kopf. Ja, und jetzt reden wir über den XRP Ledger, diesen Zahlungskorridor zu den Vereinigten Arabischen Emiraten. Ja, und wo sitzen die? Die sitzen an Saudi-Arabien. Und die sitzen, wenn man den Golf von Oman, glaube ich, überkreuzt, ja, kann man einen Steinwurf machen zum Iran. Ja, und Saudi-Arabien, linkerseits, ist Ägypten. Also da kann sich was entwickeln und ich kann mir gut vorstellen, dass Ripple da auch ein Stück weit beteiligt werden kann. Ja, weil das ist ein privatwirtschaftliches Unternehmen. Würden die Amerikaner das zulassen, die würden es zulassen müssen. Bleibt ihnen gar nichts anderes übrig. Das waren jetzt so die Gedanken, die ich hatte. Bitte schreibt mir mal in die Kommentare, wenn ich meine Gedanken so euch erzählen soll oder darf, ja, schreibt mir das in die Kommentare, ob ihr das hören wollt. Wenn nicht, bleibe ich bei XRP versus Ethereum und SEC versus Ripple oder andere Kryptowährungen. Aber das sind so Dinge, die werden uns alle betreffen, denke ich. Bin ich überzeugt davon, wenn ich sehe, was in der EU los ist. Wir sind völlig am allerwertesten. Geht mal in das Video, da kläre ich mal drüber auf. Pest oder Cholera? Schaut doch mal rein. Da habe ich das schon beschrieben. Und dann natürlich die wirtschaftlichen Probleme in den Vereinigten Staaten von Amerika. Sieht alles nicht sehr prickelnd aus. Gut, das war es jetzt mal von mir. Ja, schreibt mir in die Kommentare. Ich wünsche euch da draußen von Herzen immer wieder Werdezeit. Bleibt gesund. Das ist das höchste Gut, das wir haben. Und bis zum nächsten Video.